Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute in der Mittagspause nach Hause gekommen und ich habe wieder ein paar Pakete bekommen. Ja, Mann, ich bin hier nämlich immer noch so ein bisschen am Umdekorieren und ich habe mir was Neues rausgelassen, was ziemlich fett ist. Ich bin auf eine coole Idee gekommen. Ich wollte nämlich ein spezielles, cooles Bild haben, was es aber offiziell nicht auf dem Markt gibt. Und da habe ich mir gedacht, hey, druck es dir einfach selber aus. Ich bin gespannt, wie es geworden ist. Jetzt muss ich erstmal schnell hier reinchecken, was hier noch drin ist. Das ist ganz schön groß. Da weiß ich jetzt nämlich gerade nicht, was hier drin ist. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Aber man arbeitet auch dafür. Das ist ja das Ding, ja? Man arbeitet ja auch. Ne? Wie gesagt, gerade in der Mittagspause. Wann mache ich meine Videos? In der Mittagspause oder dann, wenn andere Leute schlafen. So sieht's aus. Hustle. Ach, was ist das da? Denke ich mir schon. So viel Papier. Und zwar eine neue Kartenbox, ne? Für meine Sammelkarten. Ihr wisst ja, zurzeit im Kartenfieber. Hier nochmal zeigen hier mein neues Setting. Ne? Das ist schon nice hier. Verstehst du? So sieht es dann hier aus. Ja, Mann. Aber wir bleiben mal hier auf dieser Ebene, weil ich möchte euch ja hier was anderes zeigen. Sehr schön, neue Schachtel. Hier meine andere. Die wird dieses Jahr mit Sicherheit noch voll, Alter. Obwohl, sie ist schon voll, weil ich habe ja meine ganzen anderen Karten hinten in meiner Schuhbox drinnen, ne, total einfach reingeworfen. Ich habe gedacht, die ordne ich ein bisschen, sortiere ein bisschen. Und ja, Mann, also die brauche ich dann für später, für ein andermal. Also jetzt machen wir das Teil hier auf. Weil das ist eigentlich mein Highlight. Und das Bild soll dann hierher kommen und soll den Mr. Mike ablösen. Ablösen, auslösen. Weil ihr habt ja hier im Vordergrund genug Mr. Mike, oder? Ich finde, dann brauchen wir es hinten nicht auch noch. Aber es ist ein mega schönes Bild. Das kommt natürlich nicht weg. Das hänge ich irgendwo anders hin. Aber ich hab einfach dieses eine Motiv im Kopf, was ich so feiere von einem meiner Lieblingsbasketballspielern. So, jetzt pass auf. Das ist... Weil ich gerade gemeint habe, es gibt ja schon zu viel Mr. Mike. Hier gleich nochmal. Nochmal Mr. Mike, ne? Aber es ist nice. Ich meine, hey, wenn man schon mal seinen eigenen Ball auf dem Markt hat, ne? Wisst ihr schon, ne? Mein eigener Basketball könnt ihr kaufen, unten im Shop verlinkt. Habe ich mir gedacht, das muss ich mir schon auch irgendwo hinhängen, ne? Schönes Foto. Der Hoodie kommt demnächst auch in meinem Shop. Ihr wisst ja, mein Merch auch auschecken. Der Hoodie, Alter, der geht bald in Produktion. Der könnte bald da sein. Checkt den Shop aus. Vielleicht ist er jetzt schon da, ne? Hey, es ist schon ein schönes Bild, oder? Aber das möchte ich nicht hier hinhängen. Und das geht jetzt hier gar nicht. Ich habe schon fast vergessen, dass ich das mitbestellt habe. Und es ist jetzt hier auch keine Schleichwerbung für MyPoster. Mit denen habe ich nichts zu tun, aber ich kaufe halt immer meine Bilder, wenn ich ein Bild ausdrucke, immer bei MyPoster. Die machen echt gute Qualität, ein fairer Preis. Boah, es ist ganz schön fett. Scheiße, es ist zu fett geworden. Scheiße, ich habe gar nicht gedacht, dass es... Aber ey, das Bild ist halt Bombe, Alter. Ey, das Bild ist halt echt Bombe. Pass auf. Mach mal. Du bist auch mal. Warte, lass uns das hier so umsehen. So, wow, ey. Und vor allem, ich habe den Holzrahmen dazu genommen. Hier, Baby. Ey, also wenn das nicht fett ist, Alter. Wenn das nicht fett ist. Hä? Ey, das ist ja wohl ein fettes Bild, Alter. Feier ich. Hoffentlich passt es da hinten jetzt noch rein. Ey, mit diesem Holzrahmen. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Holzrahmen hier so mit dazu genommen habe. Ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Die haben mir diesen Holzrahmen nur drumherum getan. Ja, und der Holzrahmen ist hier auch kaputt. Ja, super. Da siehst du. Was ist das? Das ist ja scheiße. Der Holzrahmen hat nämlich extra 40 Euro gekostet. Und ihr habt gesehen, ihr seid meine Zeugen. Für diese Stelle hier. Seht ihr das? Da kann ich nichts. Also da möchte ich ja nochmal. Das ist hier kann den aber auch nicht rausnehmen, das ist eingetackert, gell? Also das dürfte natürlich nicht sein. Aber das ist halt ein fettes Bild, Alter. Er ist halt so ein geiler Spieler gewesen, Mann, ne? Jason Williams, Alter. Hier, und da habe ich gedacht, hier hänge ich es hin. Ah, jetzt ist das hier echt zu wenig Platz. Jetzt muss ich mal schnell schauen, nein, das ist der Lichtschalter. Scheiße, Alter, was mache ich jetzt? Vielleicht das hier umbauen? Da hinten passt es auch nicht hin. Scheiße, ey. Okay, ja, ich muss ja mal schnell gucken.
So, da hängt es. Ich finde, es ist ziemlich cool. Ne? Der Abstand hier hätte man anders machen müssen, aber jetzt habe ich keinen Bock, das umzubauen. Ich meine, ansonsten ist schon nice, oder? Das kommt natürlich auch weg. Das ist ja nur hingeschraubt. Das ist ja nur hier für meine Karten zum Opening. Ne? Aber ansonsten, das ist schon ein mega geiles Bild, Alter. Das ist schon fett. Cool gemacht. Und dazu noch hier die Karte. Nice. Ja, Mann. Ansonsten, Feedback geben, eure Meinung. Ach, hier, das Bild übrigens habe ich hängen lassen. Ich habe keinen Platz, das habe ich umgestellt. Wisst ihr, oder? Ich ändere wahrscheinlich immer wieder mal was. Ja. Ansonsten, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike.